Hallo, ich bin der Günther, ihr kennt mich auch alle. Wir haben heute das 6. Trucker-Festival veranstaltet, hier in Vechta auf dem Stoppelmarkt. Wir haben so circa an die 400 LKWs bekommen. Die Zelte waren am Freitagabend waren die nicht ganz so doll, aber dafür waren die gestern heute waren die bis zum oben, bis zum Stehkragen voll, auf Deutsch gesagt. Hat sich wirklich gelohnt. Willi Herren hat eine super Show abgeliefert, der Atze Schröder sowieso. Und wir haben 3 Familien. Wir kriegen dieses Jahr den Überschuss und wir sind zurzeit, ich kann das jetzt ruhig sagen, also jede Familie wird ca. 5.000 Euro kriegen oder genau 5.000 sogar. Ja, und wieder die 15.000 und dann den Rest, das müssen wir noch zählen, wird noch so 2 Tage dauern, dann haben wir die genaue Summe. Aber jetzt die nächste Trucker-Veranstaltung hier auf dem Stoppelmarkt, die steht also zu 1000% noch nicht fest, weil dieses Jahr haben wir so viele Anfeindungen gehabt, und wir wurden beschimpft und sowas, was geht schon unter die Gürtellinie. Und also meine Frau und ich haben eigentlich gar keine Interesse mehr, sowas in Zukunft weiterzuführen. Wenn, wir machen zwar eine andere Sache, aber da können die Kinder nicht drunter leiden, irgendwas anderes werden uns was einfallen lassen.